Moin! Letzte Worte, Teil 11. Nach den schlimmsten letzten Worten, die man auf keinen Fall sagen sollte, im letzten Video Nummer 10, nun ein paar Videos zu den besten letzten Worten, die je gesprochen wurden, die letzten Worte Jesu. Heute zunächst einmal diese ganz schlichte, einfachen Worte, die er gesagt hat und Laute, die er von sich gegeben hat, wie jeder Mensch. Im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 28, lesen wir, dass Jesus einfach kurz vor seinem Tod gesagt hat, ich habe Durst. Und im Markus- und Matthäus-Evangelium wird als allerletztes auch berichtet, dass er einfach mit einem lauten Schmerzensschrei starb. Daraus können wir entnehmen, dass Jesus schlicht und einfach Mensch war. Nicht nur Mensch, aber auch kein Supermann. Wir Christen glauben, dass Jesus mit Gott gleich, aus Gott hervorgegangen, auf die Welt gekommen ist und einer von uns wurde, damit wir Menschen wieder welche von ihm werden können, damit wir ihn verstehen. Aber er ist kein Supermann, kein Batman oder wie auch immer, der mit der Power Gottes nur scheinbar Mensch geworden ist, aber in Wirklichkeit weder am Kreuz noch sonst wo gelitten hat wie ein Mensch, sondern eigentlich war er ein Superstar, der Tote auferweckte Wunder tat und den die Schmerzen nicht wirklich treffen konnten, die uns Menschen treffen. Nein, das glauben wir Christen nicht. Wir glauben, dass er seine ganze Gottheit abgelegt hat, wie es im ältesten christlichen Lied im Philipperbrief Kapitel 2 heißt, um einer von uns zu werden mit Haut und Haaren, mit Gefühlen, mit allem. Und er ging so tief hinab in die Dunkelheit, in die Schmerzen, in die Leiden, wie kein Mensch, um uns zu retten, um uns wieder zu Kindern Gottes zu machen, um uns nach Hause zu holen, in die Liebe Gottes. Für mich sind deswegen diese Worte ganz wichtig. Ich habe Durst. Und auf der anderen Seite dieser Todesschrei. Jesus war nicht ein Supermann, am Kreuz starb ein ganz wirklicher Mensch. Und das erinnert mich an viele Begleitungen von sterbenden Menschen. Ich weiß, dass am Schluss oft es ganz kostbar für sie war, wenn man ihnen wenigstens mit einem Zitronenstäbchen die Lippen befeuchten konnte. Oder wenn man ihnen ganz bisschen Wasser durch eine Schnabeltasse oder wie auch immer geben konnte. Der Durst am Schluss beim Sterben ist für manchen Menschen schlimm. Ich lade dich herzlich ein, wenn in deinem Verwandten- oder Freundeskreis jemand stirbt, sei so viel wie möglich bei ihm und tupf ihm immer wieder die Lippen, feuchte ihm die Stirn. Mich dürstet, hat Jesus gesagt, ich hab Durst. Und da ist er auch ein Mensch von uns geworden und ein Vorbild für mich, dass ich auf ihn schaue und wie ich mit Sterbenden umgehen kann. Er hatte damals kein Glück, die sogenannten Sterbebegleiter waren Folterer. Und als er rief, ich habe Durst, gaben sie ihm bitteren Essig zu trinken. Und er hatte es überhaupt nicht gut bis zuletzt. Gott segne dich mit Mut, Sterbende zu begleiten. Sie bleiben wirkliche Menschen mit wirklichen Bedürfnissen und sie brauchen dich an ihrer Seite.